Hallo, was machen Sie? Ihr seht mal was Neues. Es gibt ein neues Extra bei den Speedtours oder den Timelapse-Videos generell. Wobei, vielleicht erst nur mal bei den Speedtours. Vielleicht werde ich die Speedbuilds wie sonst auch immer nur mit Musik unterlegen. Weiß ich noch nicht so genau. Kommt drauf an, auch was es ist. Ich hatte mir nämlich gedacht, es ist ein bisschen langweilig, die ganze Zeit immer nur Musik zu hören. Daher dachte ich mir, ich erzähle einfach mal was. Was genau ich erzählen werde, weiß ich auch noch nicht so wirklich. Wahrscheinlich einfach ein paar Sachen, die mir passiert sind. Ja, die mich beschäftigen. Oder vielleicht einfach absurde Geschichten, die ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Die Zeit wird zeigen, was es gibt. Ja, ich habe mir diesen netten Charakter gemacht. Oder vielmehr beim Erstellen des Charakters ist mir die Idee gekommen, dass ich das ja einfach mal probieren könnte. Der wird mich jetzt auch halt in den Videos vertreten. Ab und zu werdet ihr auch mal auf Stream sehen. Aber ich habe ja auch verschiedene andere Charaktere. Aber ich werde halt für die YouTube-Videos wirklich nur diesen Charakter nehmen. Sonst, ja, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie passend, wenn das ein Charakter macht. Nora, so heißt der Charakter, ist jetzt für die Geschichten zuständig. Jeder hat seine Aufgabe irgendwo. Das mit den Videos generell hatte ich ja schon mal probiert, dass ich einfach drüber geredet habe. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Keine Ahnung. Ja, generell hatte ich das ja schon mal bei zwei, drei Videos gemacht, dass ich einfach eine Geschichte erzählt habe, anstatt Musik drüber zu legen. Ich weiß gar nicht genau, warum ich das nicht mehr gemacht habe. Oder ich einfach wieder zur Musik übergegangen bin. Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ist halt auch schon ein Weilchen her. Ich verlinke einfach mal oder ich packe einfach mal was in die Infocard. Ihr könnt es euch ja selber mal antun, wenn ihr möchtet. Wenn ihr einfach eine Stimme aus dem Off hören möchtet, die mit euch redet. Aber ich denke, generell ist das eigentlich eine ganz nette Ergänzung für die Timelapse-Videos. Einfach mal keine Musik. Ist ja auch auf Dauer langweilig, also gibt es ein paar Geschichten. Hoffentlich wird euch das auch gefallen. Wenn nicht, habt ihr Pech oder schaltet weg, keine Ahnung. Ja, eigentlich wollte ich das Format mit was Positivem beginnen, mit was Schönem. So, man sollte eigentlich mit was Schönem anfangen, aber Pustekuchen, nein. Ich habe jetzt die letzten Tage einfach so einen fiesen Tag, also frustrierende Tage gehabt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt einfach mit jemandem drüber reden. Ihr habt Pech, ihr seid jemand und ihr schaltet einfach weg, geht auch. Oder hört euch einfach mal an, wie mein frustrierender Tag jetzt war. Ist jetzt nicht so schlimm, es ist halt einfach frustrierend und nervig. Die Welt ist nicht untergegangen. Noch nicht. Vielleicht tut sie das ja auch irgendwann, aber noch ist sie da. Noch sind wir alle hier. Und anscheinend seid ihr auch noch hier. Ja. Okay. Ist für mich auch ein bisschen seltsam, so zu reden. Ich weiß nicht. In Streams ist das einfacher. Meist habe ich da einen Gesprächspartner im Chat oder auf Discord. So ganz alleine ist irgendwie komisch. Wie dem auch sei, mein Tag fing ja eigentlich komplett unspannend an. Ich hatte den ganzen Tag für mich allein, ich musste nicht an die Arbeit, ich hatte keine Aufträge. Ich konnte den ganzen Tag eigentlich tun, was ich wollte. Und was ich tun wollte, war halt streamen, weil das mache ich gerne, das ist super. Nur hat da mir schon der erste Strich durch Rechnung gemacht, unsere Internetverbindung. Die ist katastrophal, wie in vielen Teilen von Deutschland, unter aller Sau. So, ging halt nicht. Es ging nicht mal so weit, dass ich wirklich Videos schauen konnte, ohne dass sie halt des Todes buffern. Aber das alles ist jetzt halt ja minimal frustrierend, ist noch kein Weltuntergang. Ich konnte mich mit Leuten unterhalten über Discord, WhatsApp hat auch funktioniert, alles kein Ding. Bisschen nervig, aber nicht so schlimm. Daher habe ich mir gesagt, okay, ich höre mir jetzt einfach ein Audiobuch an und zeichne was. Ich hatte ja eh geplant zu zeichnen, daher habe ich dann auch einfach offline gezeichnet und nicht online und habe mir dabei ein Audiobuch angehört, weil das habe ich tatsächlich runtergeladen, das muss ich nicht buffern, das kann ich einfach so hören. Für die, die es interessiert, ich habe mir Quality Lens 2.0 angehört. Echt super Buch, total lustig, dass wer Interesse hat, kann ich nur empfehlen. Ist super. Seit ich höre halt lieber Hörbücher, da kann ich nebenbei noch was tun. Ich lese nicht so gern, ich höre lieber zu und mache dabei irgendwas. Aber kann ja jeder machen, wie er will. Meine Mutter liest zum Beispiel super gern, die kann keine Audiobücher hören. Hat halt jeder so seine eigenen Präferenzen. So. Okay, ich habe also gehört und gezeichnet und gewartet. Vielleicht gibt sich die Internetverbindung ja ihre Güte und erlaubt mir, so stabil zu sein, dass ich streamen kann. Und tatsächlich, nach einer Zeit, eigentlich sogar vom Timing her eigentlich super, ich habe die Skizzen soweit fertig, dass ich in Paint Design wechseln wollte. Und dann habe ich gesehen, ja, Internetverbindung ist jetzt soweit wieder stabil über einen Zeitraum. Wir probieren es einfach mal. Also Stream an und ab in Paint Design. Ja, nur mal kurz zur Erklärung, nicht, dass sich einer wundert wegen Paint2Sign Photoshop. Ich habe zwei Programme zum Zeichnen. Ich nutze Photoshop fürs Skizzieren und halt auch fürs Kolorieren und die Außenlinien, die Outlines, natürlich mache ich in Paint2Sign, weil ich einfach mit den Vektorlinien wesentlich besser klarkomme und schönere Außenlinien zeichnen kann. Ich habe nämlich
Ja, vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gehört. Ich habe ein kleines Problem mit meinen Nerven, gerade in den Händen. Wenn ich lange zeichne, kann ich keinen geraden Strich ziehen und das kann ich halt mit den Vektoren da besser ausgleichen. Die kann ich mir dann zurechtziehen und damit komme ich ganz gut klar. Ja, beim Ausmalen und Schattieren und so weiter ist es halt nicht so schlimm, wenn ich nicht 100% akkurate Striche ziehen kann. Da kann ich das besser ausgleichen mit halt anderen Mitteln, mit Maskieren oder halt mit wieder wegradieren, hinzeichnen, bis es passt. Das funktioniert mit Outlines halt nicht so gut. Ja, ich werde vielleicht mal in Zukunft drüber reden, warum das so ist, warum ich so Probleme mit den Nerven habe, gerade in den Händen. Aber es kostet mich halt echt doch ein bisschen Überwindung, wirklich genau darauf einzugehen und halt dann alles zu erzählen. Weil wenn man sowas macht, sollte man ja alles erzählen, nicht, dass es zu Missverständnissen kommt. Es hat auch mit einer Krankheit was zu tun. Das ist halt auch noch nicht allzu lange her. Ich weiß noch nicht, ob ich da wirklich was mache. Wie gesagt, das ist halt auch alles auch nicht allzu lange her und das ist halt doch ein recht großes Ereignis für mich gewesen. Ist nicht so schön gewesen. Ich will jetzt aber auch nicht so rüberkommen, dass ich jetzt Mitleid von allen will. Es ist gerade das Gegenteil. Es ist mir halt echt unangenehm, wenn jetzt alle ja, mich bemitleiden. Nee, das will ich nicht. Ich bin schon groß. Ich kann auf mich aufpassen. Kann halt keine geraden Linien zeichnen. Aber ist nicht so schlimm. Gibt ja andere Wege. So, egal, ein bisschen abgeschweift. Das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Höchstens das erklären, ja, ich habe zwei verschiedene Programme zu zeichnen, weil ich ein Dussel bin. So. Wie dem jetzt auch sei. Ich habe angefangen zu streamen, mach Paint to Sei auf, wollte Linien zeichnen und merke, wenn was stimmt da nicht. Wenn ich mit dem Stift auf meinem Tablet drücke, passiert ja relativ wenig. Der Strich fängt erst so nach einem Zentimeter an, überhaupt als Strich zu existieren. Irgendwas stimmt mit der Übersetzung auf meinem Tablet, auf das Programm nicht. Die ersten paar Zentimeter sind halt, es kann auch guten 1 Zentimeter, danach fängt es erst an. Du setzt den Stift auf, ziehst eine Linie und so nach knappen Zentimeter Tablet kommt dann halt tatsächlich ein Strich. Unpraktisch beim Zeichnen. Funktioniert das gleiche. Das gleiche hatte ich dann halt auch nicht nur mit den normalen Brushes, sondern auch mit den Vektoren. Ich ziehe einen Strich, der Strich, ja, entscheidet sich erst auf der Hälfte des Weges, dass er halt auch Strich sein möchte und erscheint. Das gleiche ging dann halt auch weiter über die Vektorpunkte, die ich dann halt eigentlich andrücke und ziehe. Das Andrücken hat nicht funktioniert. Ja, dementsprechend war das jetzt halt auch eigentlich ziemlich useless für mich, weil dafür, für das ich das Programm brauchte, konnte ich nicht machen. Okay. Ärgerlich. Doch schon ein bisschen frustrierend, weil ich wollte ja eigentlich zeichnen. Das war der Plan, das ist das, was ich wollte. Programm weigert sich. Ich habe online nach Wegen gesucht. Im Stream war vielleicht jetzt auch nicht so das Cleverste. Egal. Wie gesagt, ich habe nach Wegen gesucht, kam jetzt halt zu nichts Konkretem, was es sein könnte. Ich habe halt verschiedene Sachen ausprobiert, wie jetzt halt die clevere Unterstützung von Windows an, ausgeschaltet. Nichts hat sich getan. Programm ausgeschaltet, angeschaltet. Ging immer noch nicht. Es gab jetzt halt nur noch zwei Optionen nach kurzem Ausprobieren, was halt die Lösung sein könnte. Ist entweder ein Update. Da gibt es halt ein klitzekleines Problemchen. Hat auch ein bisschen was mit dem Seitenaufbau und mit meiner Schusseligkeit zu tun. Ging nicht drum. Man kann sich bei der Seite so nicht anmelden, dass man sagt, okay, ich habe einen Account und kann dann halt jedes Mal einfach wieder die Sachen runterladen, wenn ich angemeldet bin. Das funktioniert bei der Seite nicht, die Paint2Sei vertritt. Es geht eher so, du kaufst das, kriegst eine E-Mail mit einem Code drin für deine Lizenz, die du immer wieder eingibst. Ich dussel. Hab die nicht mehr. Ich habe das Programm 2017, glaube ich, gekauft. Hab die E-Mail bekommen und hab die anscheinend nicht richtig gespeichert. Doof gelaufen. Ich habe den Code fürs Aktivieren nicht mehr. Das Programm an sich kann ich nutzen. Ich habe clevererweise den Installer noch drauf auf dem Stick gehabt. Deswegen kann ich das Programm immer wieder downloaden. Halt nur zu der 17er Version, die ich habe, ohne dass ich einen Code eingeben muss. Fürs Update brauche ich den Code, den ich nicht habe, weil ich die E-Mail gelöscht habe. Oder nicht gespeichert habe. Oder was weiß ich, wohin gespeichert habe. Sie ist nicht mehr da. Die ist wahrscheinlich mit all den anderen Sachen, die ich damals hatte, hops gegangen, als mein letzter PC halt über den Jordan ging. Und ich hatte noch keine Sachen irgendwo außerhalb gespeichert. Das war alles auf dem Computer. Und wie der weg war, war der weg. Ich hatte tatsächlich ein paar wenige Sachen, unter anderem halt den Installer auf einem Stick. Auf so einen ollen, was weiß ich. 4 GB Stick war das Programm drauf und halt ein paar anderes nutzloses Zeug, aber halt nicht das, was ich bräuchte. Ich hatte keine Bilder mehr von der Zeit. Alles, was halt so bis 2017
von mir privat irgendwie gemacht wurde, ist weg. Lustigerweise halt den Installer nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich den aufgehoben habe, aber der war da. Den habe ich tatsächlich immer hin und her geschoben. Es funktioniert noch. Aber wenn ich den mal verliere, den Installer, muss ich mir das Programm halt nochmal neu kaufen. Was halt echt schade wäre. Ich habe es ja schon mal gekauft. Wobei ich halt auch am Überlegen bin, ob ich es mir tatsächlich nochmal neu kaufe, dass ich halt auch eine aktuelle Version habe. Keine, die jetzt ein paar Jährchen älter ist. Ja, mal schauen. Vielleicht irgendwann mal. Ich sag, das Programm an sich ist ja nicht so teuer. Was waren es? Ich glaube, 40, 45 Euro so um den Dreh. Ja, vielleicht sollte ich doch mal das Programm noch mal neu kaufen, dass ich eine neue Version habe, weil ich den dämlichen Code nicht finde. Ja, ich bin wieder komplett vom Thema abgekommen, weil ich, ja, ein bisschen schusselig, ein bisschen leicht abgelenkt. Egal. Ich habe das Programm halt nicht. Ich habe den Code nicht. Hat mich gefrustet. Blieb mir nur eine Hoffnung. Vielleicht geht es ja beim Neustart wieder. Problem, ich hatte ja noch den Stream online. Ich wollte den jetzt aber nicht abbrechen, um den PC neu zu starten. Also okay. Bisschen frustriert, genervt. Mach was anderes. Gut, zeichnen ging nicht. Skizzen hatte ich jetzt auch keine Lust, also machen wir was in 3D. Ab in Unreal. Warum auch nicht? Ich wollte jetzt auch selber nichts modellieren, weil Blender ist auch so ein kleines Frustfaktor für mich. Das kriege ich noch nicht ganz so hin. Gerade das UI-Layout ist halt Frust pur. Daher, ich bin gefrustet. Ich habe jetzt keine Lust auf noch mehr Frust. Ab in Unreal. Und wir nehmen einfach Sachen aus Quixel. Ich habe das vielleicht in einem Tutorial schon mal vorgestellt. In Quixel kann man sich halt, wenn man Unreal Engine hat, kostenlos Assets runterladen. Das habe ich gemacht. Auch hier erstmal Update. Gibt eine neue Version. Also wieder die Bridge updaten. Das Plugin in Unreal, ja, verknüpfen. Konnte dann losgehen. Bisschen rumgeguckt. Was können wir machen? Ach hier. Schöne Kollektion gefunden. Schönes altes Herrenhaus. Ach, das ist doch nice. Das können wir noch machen. Das sieht doch kuschelig aus. Okay, jede Menge Assets runtergeladen. Unter anderem halt modulare Wandteile. Stellte sich heraus, die modularen Wandteile sind jetzt doch nicht so modular. Hat auf kurz oder lang nicht so gepasst, wie ich das wollte. Dachte, okay, doch kein Innenraum. Machen wir was anderes. Wieder eine Planänderung. Die, wie viele? Dritte, vierte? Keine Ahnung. Wir holen uns ein paar Pflanzen, Bäume, Steine und machen halt eine Landscape von außen. Da muss nichts ineinander passen, die setzt das einfach zusammen. Gut. Ich wollte aber jetzt keine Landscape in Unreal zusammenschustern, also ab in World Machine. Auch hier wieder Update. Mist. Okay, wieder aktuelle Version runtergeladen, geöffnet. Ging zum Glück relativ schnell. Ich glaube, das schnellste Programm war tatsächlich World Machine runterzuladen und zu updaten. Ab in World Machine. Und ja, es hat sich wieder was verändert. Wieder ein bisschen mehr genervt. Es funktioniert nicht so, wie es die ganze Zeit funktioniert. Das fickt ja irgendwie immer meinen Kopf. Die ganze Zeit macht man es so und jetzt ist es immer ein bisschen anders. Ich hatte mir auch irgendwie leichter in Erinnerung, World Machine zu benutzen. Ich weiß nicht, ob ich mich an dem Tag extrem doof angestellt habe. Es hat halt nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Aber auf kurz oder lang, irgendwann hatte ich tatsächlich eine Map, wo ich gesagt habe, okay, das kann man nehmen. Das sieht auch irgendwo halbwegs nice aus. Ich habe ein paar tiefe Stellen, ein paar höhere Stellen. Ja. Exportieren wir die. Dazu muss man wissen, wenn man in World Machine was macht, musst du die Map erst baken, dass die Heatmap vernünftig ist. So, World Machine wollte nicht baken. Hat immer nur bis 75% gebaked und dann hat er gesagt, nope, ist fertig. Beim Exportieren, nee, ist nicht fertig. Ging die ganze Zeit so. Es wollte nicht fertig baken und wenn es nicht fertig gebaked war, wollte es nicht exportieren. Okay. Hat nicht funktioniert. Ich hatte an dem Zeitpunkt dann auch absolut keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Dann habe ich auch den Stream beendet, den ich sturerweise halt einfach laufen lassen habe. Aber selbst wenn ich den Stream an dem Zeitpunkt nicht beendet hatte, eine halbe Stunde später oder nicht mal eine halbe Stunde später, wäre es eh vorbei gewesen. Dann hat sich nämlich das Internet entschieden, nicht mehr zu existieren. Also, das war noch da, nur halt nicht da, wo ich war. In unserem ganzen Umkreis, alle, die bei Vodafone waren, hatten kein Internet mehr. Komplettausfall. Es ging nichts mehr. Telefon ging nicht, Fernseher ging nicht, Internet ging nicht, nichts ging bei Vodafone. Hier in der Umgebung, die ja umliegenden paar Städte, alle down. Anruf ging halt auch nicht, weil war zu der Zeit halt schon abends und da ist kein Schwein mehr da. Also, okay, Tag gelaufen für mich. Ich hatte die Laune des Todes, war genervt und frustriert, sagt, okay, mein Tag ist vorbei.
Ich lege mich ins Bett, ist zwar noch nicht ganz so wirklich abends, so meine Schlafenszeit, ich konnte nicht schlafen, hörst das Audiobuch halt fertig und lege ich ins Bett und warte auf morgen. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe dann halt nichts mehr gemacht, außer gehört. Ich habe das Audiobuch komplett durchgehört. Ist das immer noch ein super Buch, kann ich nur weiterempfehlen. Ist sehr, sehr lustig, sehr, sehr spannend. Ja, aber mein schlechter Tag war halt übergreifend auf die nächsten zwei. Kann auch sein, dass ich einfach schon genervt aufgewacht bin. Ging nämlich immer noch kein Internet. Immerhin laut meinem Handy ging es WLAN nicht. Okay. Immerhin hat es funktioniert, das Paint-Tool wieder funktioniert. Auf magische Weise hat es nach dem Neustart des Computers wieder funktioniert. Ich habe keine Ahnung warum. Ich bin aber sehr froh, dass es geht. Es ist sehr erleichternd, dass ich wenigstens zeichnen konnte. Da es ja jetzt ja ein Antrag war, konnte ich auch bei Vodafone mal anrufen. Vielleicht gibt es ja nur Probleme bei mir. Zu dem Zeitpunkt wusste ich halt noch nicht, dass stadtübergreifend Vodafone halt aber komplett Ausfall hatte. Ich rufe also da an, krieg halt erstmal wieder keinen Menschen, nur wie so eine dämliche Maschine, die mich nicht versteht. Ich weiß nicht, ob sie das absichtlich machen oder ob ich einfach nur nuschel des Todes am Telefon. Aber diese Maschinen, die verstehen mich nicht, bis ich dann endlich von ihr gesagt kriegt habe, ja, wir haben dein Problem verstanden, Internet ist weg, ist überall weg. Willst du eine SMS haben, wenn es wieder geht? Nein, brauche ich nicht. Ich brauche keine Info, wenn es geht, weil wenn es gehen würde, würde ich die Info selber sehen an dem tollen Symbol auf meinem Handy, dass Internet da ist. Ja, so super. Aber immerhin konnte ich zeichnen. Habe ich auch gemacht. Ich habe die nächsten zwei Tage halt mangels des Internets gezeichnet. Ja, und halt diesen Charakter erstellt. Und wie gesagt, beim Erstellen des Charakters ist mir eigentlich die Idee gekommen. Ja, irgendwie könntest du doch auch mal was mit deinen Videos machen. Die Timelapse-Videos. Immer Musik ist doch auf Dauer langweilig. Ja, und so schließt sich der Kreis. So ist die Idee geboren. Beim Erstellen des Charakters könntest du ja drüber reden. Und dann halt aus Frust und weil ich einfach mit jemandem drüber reden wollte, sagst, okay, red's halt über den total beschissenen Tag. Was eigentlich zwei waren. Die nächsten Tage waren halt auch nicht besser, weil ohne Internet kannst du halt auch nichts machen. Ja, mir konnte nicht mehr anrufen. Es ging halt legit gar nichts. Kein Kontakt zu irgendwas. Nur ein bisschen WhatsApp konnte ich schreiben, aber ich wollte halt auch ein bisschen sparsam sein wegen Internetvolumen. Das habe ich jetzt doch schon Anfang des Monats sehr stark gebraucht, weil ich nicht gerafft habe, dass ich das WLAN in meinem Handy ausgeschaltet habe. Eigentlich war der ganze Monat schon gegen mich, kann das sein? Kein Internet für mich. Keine Internetverwarnung. Nein. So, aber wie dem auch sei. Nach 3 Tagen hatte ich tatsächlich wieder Internet. Das war echt schön. Gestern konnte ich wieder streamen. Und das war mein frustrierender Tag. Oder Tage sind eigentlich mehrere gewesen. Die anderen waren halt einfach nur nervig, weil immer noch kein Internet da war. Aber ich konnte zeichnen und Charaktere machen. Ich hoffe, eure Tage waren schöner wie meine. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Mal was Neues. Lasst mir doch einfach eure Meinung mal in die Kommentare da. Wer will, lässt mir auch ein Abo da. Wird aber keiner gezwungen. Und ja. Wir sehen uns später im nächsten Video. Oder vielleicht auch mal auf Twitch. Einen schönen Tag noch.